Hallo Leute, wir beginnen jetzt mit der dritten Welt. Im Jahre 1770 betreten wir den salzigen Kai und spielen damit wieder mit Coco. Aber wir gucken nochmal, was für Skins das hier unten bei ihr sind. Beutel Daxus Erectus. Ja, das sieht auch nach Steinzeit aus. Haarscharf erkannt, Panzerauge, ne? Und sehr futuristisch. Ja, beides nicht so ganz zutreffend, aber für die Abwechslung würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Steinzeit-Coco und sieht schon hässlich aus. Die Augenbrauen sind markant, aber das ist bei Crash Bandicoot ja sowieso der Fall. Ne? Mach ich mal ganz kurz, ne? Crash hat ja auch von Natur aus da ganz schön was Buschiges. Ne? Ja, nach 2084 ins Jahr 1717, man will ja noch nicht übertreiben. Wir folgen der Maske weiterhin, die wir, ist die einzige Maske? Ich dachte, man muss jetzt immer in jeder Welt eine sammeln, aber die ist durch den Zeitriss weiter geflohen und entkommen. Wir gucken weiter. Vielleicht gibt es ein kleines bisschen Story zu Beginn des Levels. Bin gespannt. Ruf der Beute. Okay, sieht gut aus. Das hat auch wieder Donkey Kong Feelings hier, oder? Findet ihr nicht? Ich finde total die zweite Donkey Kong Country Returns Welt. Aber das ist ja auch definitiv ein Beispiel, ne? Also ein Vorbild, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann. Alter, auch diese Piraten, die so übereinander stehen, das erinnert mich an die Krabben, die übereinander gestapelt waren und ihre Messer geschwungen haben. Das könnte, also Zufälle gibt's, ne? Zufälle gibt's. Witzig auch, dass direkt der erste Gegner mich getroffen hat. So ist es Tradition, ne? So hat's zu sein. Ich bin gerne hier derjenige, der da reinstürzt ins Verderben. Zack. Nee, kein Nitro, danke. Nitro ist auch so ein Turboschub, ne? Zum Beispiel bei illegalen Motorradrennen. Hä, hey, was laberst du? Ja, habt ihr noch nie Road Rash 2 gespielt? Also ich schon. Gibt's einen Grund, warum er da hoch sollte? Ah, ich muss gestehen, das Skin gefällt mir gar nicht so. Vor allen Dingen, die hat immer noch ihr Laptop oder was es ist unterm Arm. Sieht aber aus wie, als hätte sie keinen Laptop. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, jetzt kommt ein bisschen Fluch der Karibik-Style mit rein. Finde ich auch gut. Was? Kanonenkugeln, aber wirklich sehr detailreich. Auch wieder links der Vogel hockt, Kanonenkugeln, dies, das. Extrem liebevoll gemacht. Also ich wusste noch nicht so ganz, ne, was soll ich von Crash 4 halten. Ich habe immer gesagt so, mal gucken. Ich freue mich drauf. Aber ich muss schon sagen, heftig. Das ist halt so, die Remakes von der Insane Trilogy waren halt harte Remakes. Es gibt ja diese Art von Remakes, die sehr offen ist. Ich sag mal, wer es von euch gesehen hat und sich damit auskennt, Resident Evil 2 und 3 sind ja komplette Remakes, die ein ganz anderes Spielgefühl haben, auch die eine oder andere Levelstruktur verändert und so weiter. Also das ist ja komplett Neuinterpretation. Und dann gibt es immer diese Remakes, die eher... Oh Gott. Wo soll ich jetzt hin? Ach, nach unten. Oh, Leute, das war wieder ein Element zu viel für den Magus. Und dann gibt es diese Remakes, die einfach nur die alten Spiele in moderne Optik bringen. Und die sind in letzter Zeit auch ziemlich beliebt. Gerade die Situation von PS1 auf PS4. Das gab es nicht nur bei Crash und Spyro. Ich erinnere auch an Oddworld, das erste Apes Odyssey. Ist ja auch komplett, also vom Leveldesign 1:1. Und in PS4-Grafik wieder für die neue Konsole rausgekommen, auch für Switch und so. Kommt noch die Tage für Switch, by the way. Ja, das ist auch so ein Beispiel und da ist das neuere Spiel, Oddworld Soulstorm, jetzt auch eine Neuinterpretation. Also erzählt eine ähnliche Geschichte. Oddworld Soulstorm ist kein richtiges Remake. Hätte ich mir und viele andere zwar gewünscht, weil Oddworld Exodus ist mein Lieblingsgame, aber nichtsdestotrotz. Ja, und da gibt es noch andere Beispiele. Wie gesagt, Resident Evil 1 haben sie halt auch erstmal, sag ich mal, das ist ein bisschen komplexer, weil es für ein Gamecube schon ein Resident Evil 1 Remake gab. Und da haben sie quasi dieses bereits vorhandene Remake wieder ausgebaut. Mit besseren Texturen und so weiter teils. Und aufgrund des großen Erfolges Teil 2 und 3 dann
richtig durchgenudelt. Ja. Mit richtig durchnudeln können wir uns aus, Leute. Auch hier die Kamera und so, das sind so Details, die das Level einfach in meinen Augen hochwertig erscheinen lassen. Ich habe nur nicht den Eindruck, dass dieses nach unten und oben schwingen so schnell funktioniert, wie es soll, aber offensichtlich doch. Ah, seht ihr, das meine ich? Vielleicht bin ich einfach nur alt. Okay, das ist eine etwas längere Passage, die ich immer wieder machen muss. Das tut mir echt sorry. Das tut mir echt sorry. Don't worry. It's good to be Kartoffelpüree. Ich muss gleich nochmal gucken, wie viele Level diese Welten haben. Ich würde es eigentlich gut finden, wenn wir in jedem Part eine halbe Welt schaffen. Beziehungsweise die erste war halt ziemlich kurz. Vielleicht werden die späteren auch deutlich länger als die jetzigen. Das weiß ich nicht. Das müssen wir sehen. Ja, guck mal. Ich brauche ja nicht alles, aber ich tue immer so, als bräuchte ich alles. Das ist echt übel mit mir. Jetzt besiegen die mich? Nee. Ich dachte schon, so viele Gegner, was zur Hölle. Da war auch Fragezeichen, Ausrufezeichen über dem Kopf. Aber wegen dem Skin hat man es nicht ganz gesehen. Was zur Hölle? Oh, der hat hinten die Hose offen. Das ist die Schwachstelle, Alter. Ist er nicht im Zaubertrunk mit dem Popo gewesen? Gab es tatsächlich eine Sonic-Folge, wo Dr. Robotnik unbesiegbar war? Weil er in so einen Trank gefallen ist. Das hat auch irgendwas vom Siegfried, ne? Das hat, basiert auf die Legende von irgendeinem Siegfried, der auch unbesiegbar war. Irgendwas war da. Ich glaube, die Geschichte wurde da wieder erzählt. Oh je, kommt das wieder? Das kommt wieder. Gut. Timing! Dann basiert der Gegner, wenn überhaupt auf irgendwas basiert, eben nicht auf Dr. Robotnik in der alten Sonic-Serie, sondern eher auf den... Das war böse, da ein TNT fast mit reinzustecken. Das hat mich jetzt ein bisschen geärgert. Das war fies. Das war Troll. Aber ein toller Troll. Toll Troll. Es wird auch grafisch stärker. Also die ganzen Details und Licht und Schatten und Wassereffekte, die sorgen jetzt hier auch. Das sind so Details, ne? Die wissen vor allen Dingen ältere Generationen wie ich zu schätzen, ne? Wenn alles noch neu war damals, Donkey Kong 64, guckt mir die Lichteffekte an, wow. Interessiert sich heute keiner mehr dafür. Deswegen sollte man es nicht als selbstverständlich erachten. Ja, ich habe euch gesagt, deswegen gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Ich werde zwar nicht die 100% als Muss sehen, aber ich kann die Kisten jetzt einfach nicht so da alleine lassen. Ne? Das ist hoffentlich ein vertretbarer Kompromiss. Und wenn ich was erreiche... Was zur Hölle? Ich habe doch gespinnt. Hat es nicht gezählt oder war er gerade unverwundbar? Vor allen Dingen... Hä? Habe ich das nicht gesehen? Oh Gott, ich war ein Blindfisch. Dann ist ja gut. Leute, dann war es ja gut, dass wir hier hingekommen sind. Wie geht denn das jetzt bitte? Ich bin schon ein harter Hund, oder? Guckt euch's an. Aber wenn der Schwierigkeitsgrad in diesen Sachen so ein bisschen noch steigt weiter, ich weiß ja nicht. Viel zu, Alter. Wie soll ich nach unten diese... Hä? Die eine Kiste, die da unten drunter war. Wie kriegt man die denn, ohne in den Tod zu springen, bitte? Wäre ja schon Weltwunder genug, wie ich das hier eben angestellt habe. Das wird mir garantiert nicht wieder gelingen. Vielleicht ja doch. Kann ich hier... Sind die vielleicht zerstörbar durch Stampfattacken? Nee. Doch! Zählen die auch dazu? Dann habe ich hier natürlich ein Problem. Weil das hier funktioniert ja überhaupt nicht. Ich glaube, die zählen nicht, oder? Doch, die zählen dazu. Was? Aber da ist doch eine Nitro-Kiste unter dieser stabileren Stampfattacken-Kiste. Kann man die Stampfattacke abbrechen und dann wieder jumpen? Alter, was die hier schon von einem wollen? Nee, kann man nicht. Was? Was?
Da habe ich mal wieder Wissenslücken, ne? Da könnt ihr mich gerne aufklären. Guck mal, okay, hier ist es legit. Die fällt auch ein Stück runter, aber hier? Das weiß ich, wie das gehen soll. Also ich nehme jetzt nochmal alle Kisten mit, die ich hier bekommen kann. Ansonsten bin ich mit meinen Crash Bandicoot-Lateien schon ein Stück weit am Ende. Oder was berücksichtige ich nicht? So viele Moves haben wir ja nicht. Gott, hätte ich keinen Bock, hier die 100% zu sammeln. Ich sage euch, wie es ist. Das würde mich nur frusten. Das würde mich nur... Dann hätte ich nur einen schlechten Tag davon am Ende. Ich merke schon, dass das hier hoch genug ist. Okay, Bestätigung, ne? Wir haben die Bestätigung, dass es nicht geht. Aber es zählt doch nicht als Lebensverlust übrigens, ne? Also ich glaube, da würde man auch keine Leben verlieren. Ich bin auch sehr dankbar, dass man das immer wieder probieren kann, dass es nicht irgendwie wie in so manchen Donkey Kong Countries ist, wo du dann einfach die A-Karte gezogen hast. Danke, Crash 4. Also die Entwickler wussten tatsächlich, da muss ich einfach mal loben, was die Crash-Fans wollen, wo die ihre Schwierigkeit haben wollen und wo nicht. An irgendwie Bonus-Level nicht wiederholen dürfen. Oder, ich weiß nicht. Ich weiß keine Lösung, wie ich das machen soll. Wenn ich die berühre, ist es instant weg. Also, kann, weiß ich nicht. Ach. Oh. Jetzt weiß ich, wie es geht. Oder die Sache mit dem Lebensverlust, wobei es da auch eben die Meinungen auseinandergehen. Und deswegen haben sie weitere Möglichkeiten in Betracht gezogen. Empfehlen aber das hier, ne? Da werden auch die Fails gezählt. Okay, das erklärt so einiges. Das hat jetzt einiges erklärt, muss ich gestehen. Alter, epische Piratenhöhle. Ich bin jetzt nicht der große, keine Ahnung, Piratenfan oder so. Fluch der Karibik ist natürlich super cool. Echt jetzt? Alle Filme gesehen? 5 sind es, glaube ich, insgesamt bisher. Zumindest ohne Spin-Offs. Weiß nicht, ob es Spin-Offs gibt. Glaube nicht. Ich würde mir auch jederzeit 9 Teil angucken. Und auch Donkey Kong Country 2 hat natürlich Piratentouch. Mag ich. Aber sonst... Weiß ich nicht. Piraten. Schwieriges Thema. Bäh. Gibt es noch Piratenbasierendes, was man mag oder nicht mag? Lasst mich mal grübeln. Was könnte man mögen oder nicht mögen bei Piraten? Ich habe mal so ein Buch, das hieß Der Piratenschatz. Das war einfach so ein Billigroman. Habe ich nie gelesen. Mir ist gerade was aufgefallen, Leute. Achtung. Was ist das hier? Ein Schatz? Wir kriegen unsere versteckten Edelsteine, ey. Ein offenes Auge hat er bewiesen. Also wenn die Edelsteine einfach nur schwierig platziert sind, dann ist es für mich auch schwierig, ne? Also, wenn du die Überskills brauchst. Aber wenn die einfach nur versteckt sind, ne? Also von... Was zur Hölle? Die haben einen ganz schönen Radius, die haben eine ganz schöne Hitbox. Wenn es einfach nur irgendwelche... Ja, Verstecke habe ich schon viele gefunden in meiner... Let's Player und... Und Gamerlaufbahn. Ich denke mal, die sind sozial genug und auch die Sachen werden eingespeichert. Also der Diamant, explizit jetzt Edelstein halt. Das werden die nicht wegmachen. Ich muss mal ganz genau gucken, die sind mir echt gefährlich. Räuber-Hotzenplotz. Nee, der hat damit nichts zu tun. Ich dachte irgendwie gerade, er hat eine Augenklappe, aber nicht mal das hat er. Räuber-Hotzenplotz. Haben wir in der Grundschule gelesen, fand ich nicht gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es da geht. Aber ich habe das Cover vor Augen. Bleiben wir on topic, Leute. Das Spiel hat's verdient. Bleiben wir on topic. Mir gefährlich. Ich kann die Gegner oft nicht abschätzen, ne? Also viele gehen durch einen gepflegten Spin einfach down. Das ist gut.
Ich jetzt hier zum Beispiel, einfach weil ich nicht weiß, wie er auf den Spin reagiert, genau, down gewesen wäre, unglücklich. So. Ich muss mal kurz schneuzen. Schnitt! So, bin wieder da. War ja zu erwarten, ehrlich. Ich freue mich seit Wochen, eigentlich seit Monaten, seit der Ankündigung auf das Spiel. Hab nichts anderes zu zocken, ne? Hab deswegen mit euch Resident Evil und Pokémon gespielt und, an dem Abend, wo ich das hier aufnehmen will, ab dann ist meine Stimme im Eimer. Das ist halt wirklich so. Also manche sagen, das stört's nicht. Es wird aber auch Leute stören, die es vielleicht nicht in die Kommentare schreiben. Man kennt's. So legit. Ich kann's nicht ändern. Ich hoffe, bald wieder fit zu sein. Ihr müsst nur damit rechnen, dass jetzt die Tage... Oh, nichts anderes kommt, ne? Hier sieht's gut aus. Das Wochenende ist verplant mit Crash. Ich hoffe, ihr habt Bock. Die anderen zwei Projekte müssen da doch ein bisschen warten. Coole Schatzkammer. Richtig nice designed. Jetzt gönnen wir uns aber heftig. Wie es hier funkelt, die ganzen Dublonen. Der letzte Bereich war nix. Der letzte Bereich war nicht so wild. Aber heftig. Aber heftig. Es war noch der erste Level, oder bin ich blöd? Oder war schon der zweite? Jetzt bin ich retarded, ne? Jetzt bin ich retarded. Ich würde gerne noch einen machen. Das ist mir ein bisschen zu wenig für einen Part, oder? Ja, ja, es war der erste. Gut, dann war er wiederum lang. Das stimmt. Großer Fang. Wer ist das denn? Wer ist denn abgebildet? Hä? Wir wurden gefangen genommen und das ist... Ist das Torna? Ist das Torna? Man kennt sie als die Madonna-like Blondine in Crash 1, die dann erst abgeschafft wurde und natürlich jetzt durch die Remakes wieder vertreten ist. Wurde quasi durch die coolere Coco ersetzt, aber hat Torna jetzt auch durch einen Stilwechsel wieder aufgeholt in Sachen Coolness, in zeitgemäßem Auftreten. Wir gucken mal. Ich komme! Ich glaube nicht, also... Es sieht doch nicht aus wie ein Beuteldachs, oder? Alter, was sind das für Moves? Was ist denn jetzt los? Also ich habe zwar mitbekommen, dass sie einen Stilwechsel gemacht hat, aber das ist ein Trauner, oder? Bin ein bisschen verwirrt, ich bin sehr gespannt. Sobald wir die beiden gerettet haben, werden wir vermutlich informiert. Bis dahin bin ich offiziell verwirrt. Hat er zwei Hakenschuss? Oh, richtig geil. Es gibt da noch viel mehr Charaktere, die wir kennenlernen können, ne? Episch. Schade, ich dachte, ich kann die Kisten so ins Visier nehmen. Oh. Das sah bestimmt gut aus. Das sah bestimmt episch aus. Ich will auch nicht so, ganz ehrlich, es soll keine Kritik sein, ne? Aber so ganz modern sieht es auch nicht aus. Das sieht eher aus. Ende 90er, schlechter Goff-Style. Vielleicht eine Steigerung, ja. Ja gut, da ist auch viel Blond mit drin, ne? Mit blauen Strähnen. Weiß ich nicht, wie ich es bewerten soll. Ja, was, wie mache ich das? Oh, okay, das kriegt man doch so hin. Nice. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber... mit diesem, Anker, da ich momentan Resident Evil 6 spiele und die Aether-Kampagne auch schon gespielt und aufgenommen habe, da sind wir auch die ganze Zeit mit unserem Haken unterwegs, mit unserem Greifhaken. Alter, die hat einen Wandsprung, was ist denn jetzt los? Und den gibt's geschenkt, was? Liegt da einfach rum? Aber billig, ich geb's dazu. Die Landratten verlassen das sinkende Schiff. Was? Also manchmal. Zack, zack. Weil ich auch keinen richtigen Spin mache, fühle ich mich diesbezüglich ein bisschen unsicher. Wir kicken quasi nur nach vorne. Was hat diese Kisten erscheinen lassen? Und jetzt?
Bugadara. Den kann ich doch auch... Oh, shit. Naja, gut. Maske geopfert. Ich wollte halt mit R2 wieder versuchen, so anzugreifen auch. Auf den Versuch kommt's an. Bin mir nicht ganz sicher, was ich da tue. Was zur Hölle, Mann? Unmittelbar vom Checkpoint. Man kennt's. Oh, man kennt's, Leute. Ich hab, also der Greifhaken bringt bei Gegnern oder präzise bei dem Gegnern nichts oder ich sehe den Effekt nicht. Einfach auf die Birne springen ist dann... Okay, zusammenreißen. Zusammenreißen, Leute. Nimm die mit. So. Das wird's. Das ist halt auch, was die Crash Bandicoot-Kritiker immer so sagen. Crash Bandicoot bestehe halt nur aus... Hä? Ich hab doch hier einen Check... Hab ich das nicht aktiviert? Also. Crash Bandicoot besteht halt in erster Linie nur aus Sachen, die man falsch machen kann. Man muss halt zusehen, nicht das Falsche zu machen, was man falsch machen kann. Kann man das so formulieren? Das klingt blöd, aber ich weiß, was gemeint ist in der Situation. Ist drauf ausgelegt. Wenn du es nicht perfekt machst, siehst du blöd aus bei dem, was du tust. Also lerne es, perfekt zu machen. Da wäre ein Ankerpunkt. Ich habe gedacht, mit Doppelsprung reicht's. Achso, so kriegt man die Kiste da vorne nicht. Okay. Neuerungen, Veränderung, Veränderung, Leute. Kann ich auch so? Ich muss schon abspringen, alles klar. Nee, läuft. Ich find's gut. Echt jetzt. Ich sehe ein bisschen blöd aus in der Situation, aber das ist ja... Bei Crash kommt das vor. Ich glaube, ihr habt mehr Verständnis für mich und meine Leistung, als ihr zugeben wollt. Denn, joa. Was zum... Vielleicht seht ihr auch nicht immer im ersten Moment alles perfekt. Oder erlebt es selbst, wenn ihr es gespielt habt. Falls doch, dann einfach nur Respekt. Ihr seid heftig. Das ist Torna, die wird sich gleich... Das ist halt der große Plot-Twist. Wer sind wir? Es wurde zwar schon im Trailer verraten, den ich mir halt nicht 80 Mal angeguckt habe, aber... Das ist wie, als würde Peach auf einmal so aussehen, wisst ihr? Als würde Peach sagen, okay, ich laufe jetzt nur noch so rum. Was würdet ihr dann sagen? Da seid ihr doch auch... erstmal blatt, oder? Oder die kommt jetzt und sagt, sie ist jemand ganz anders. Oh, ist das ehrlich hier. Vor allem, ich hätte schon R2 drücken können an der Stelle. Aber die Moves gibt es keine Kombos anscheinend. Ja, gut. Visiert aber übrigens trotzdem erst an, wenn wirklich R2 dasteht. Also vielleicht hätte ich an der Stelle noch nicht das machen können. Seht ihr, jetzt geht's nicht, aber jetzt. Aber vielleicht war da unten was. Das bin ich ganz im Plan, aber will ich jetzt riskieren, in den Grund zu springen? Ich glaube nicht, ne? Ich dachte, ich kann hier rein. Das sieht ein bisschen so aus. Die ganzen Kelche und Kerzen. Wunderbar. Weißt du, ich meide den einfach. Was bringt's? Hilft doch nichts, oder? Oh, was? Ich scheine wieder ein Checkpoint fast übersehen zu haben. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Dass so lange da nichts kommt. Ich raste aus und das mit Erfolg, ja, ja. Bei dem irgendwo? Nee. Vielleicht hier unten? Nee, das ist nur Wasser, da ist nichts.
Also weder was versteckt noch ein Checkpoint. Das ist ja merkwürdig. Oh, die kann man so wegfrühstücken. Das ist gut. Lass es dir schmecken. Die anderen Gegner meide ich. Ich bekomme da nichts dafür. Ein paar Wumperfrüchte, yo. Tschüss mit Ös, mein Freund. Und Etzada, können wir die befreien, die zwei beiden? Oder wie sieht's aus? Dauert noch ein bisschen. Checkpoint. Und weiter geht's. Ja. Sich so schnell umgedreht, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich kann schwer abschätzen, was mit den Gegnern los ist. Die sind mir unsympathisch. Man kann sich nicht unterhalten. Kann ich auch so? Nee, nee, nee! Da reicht's noch. Ich meine dich halt. Was soll's da? Tschüss. Was ist denn das jetzt? Das war schon ein kleiner, genialer Moment, oder? Man muss mich auch mal loben, ne? Nicht nur meckern, wenn man was falsch macht, auch mal loben, wenn man was richtig macht. Antizipiert. Reagiert. Agiert. Und schwupp. Alter, da war eine Kiste. Augen aufs Ziel. Hätte ich vermutlich auch mit R2. Also 95 Kisten war schon nicht übel. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Gibt bestimmt eine geile Zwischensequenz, Alter. Danke vielmals. Was? Tonne? Du bist anders. Nicht aus unserem Universum. Schön, euch zu sehen, Leute. Es ist für mich schon lange her. Wir haben uns aus den Augen verloren, was? Ja, so kann man's nennen. Was denn? Sind wir tot oder so? Was? Nein, nö. Nein, 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 definitiv nicht. Wie läuft's in eurer Dimension? Wie immer. Fiese Wissenschaftler streben nach interdimensionaler Herrschaft. Ha! Und? Was sammelt ihr so? Kristalle? Klunker? Masken. Oh, cool. Na dann mal viel Glück. Was? Du kommst nicht mit? Sorry, ich bleib solo. Aber ich helfe, wo ich kann. Hab ich sogar schon. Oh. Also irgendwie feiern die beiden das nicht so ganz. Was sagt ihr, Leute? Ab in die Kommentare. Was sagt ihr zur neuen Torna? Kann man wirklich so stehen lassen, alternative Dimension. Die ist so tough. Die ist so tough geworden. Mal gucken, wie oft wir die spielen. Bestimmt nicht zum letzten Mal. Aber nicht besonders häufig. Freunde, im nächsten Part ist es schon das Finale, als ob. Alter, da gibt's noch ein Torna-Level. Torna hat Zeitstrahlen freigeschaltet. Torna hat ihre eigenen Pläne. Spiele ihre Zeitstrahlen, um zu sehen, wie ihr Weg den von Crash und Coco kreuzt. What? Habe ich hier auch? Mal ganz kurz gucken, ob da ein Level kommt. Nee, das ist der, den wir schon haben. Peinlich. Und das ist das... Nee, das ist nicht das Finale, oder? Ihr Lieben! Ich würde im nächsten Part erstmal hiermit beginnen, aber dann auch den Torna-Level nachholen. Weil das lassen wir uns natürlich nicht durch die Lappen gehen. Also schaltet ein, Daumen her, dann gibt's mehr. Bis dann und ciao!